So, da bin ich wieder. Und zwar ging es in dem Video darum, ja, ein Cinematic Trailer, wie sie ja kämpfen, und zwar in Dominion. Hat mir sehr gut gefallen. Auch war wieder Rice dabei, der ist irgendwie in jedem dieser Videos dabei. Finde ich cool. Rice gefällt mir. Ah doch, ich habe noch ein bisschen was. Und wenn nicht, dann müssen wir halt ein paar Akazienbäume killen. Wenn es nicht reicht, und ich glaube, es reicht nicht. Reicht definitiv nicht. Nein, Mist, den muss ich nochmal weghauen. Ah, den muss ich gleich weghauen, sonst finde ich ihn nachher nicht mehr. Ich weiß nicht mal, ob diese, das was ab jetzt kommt, im Video überhaupt drin ist. Oder ob das eine längere Musikversion ist. Aber es gefällt mir. Okay, jetzt sind wir fertig. Dann brauchen wir Akazienholz. Ich finde es schade, dass ich hier, was ich machen könnte, aber nee, das passt. Obwohl, die normalen Default-Texturen passen auch nicht. Könnt ihr mal schnell Optionen, Ressourcenpakete des Dragon Lens reinhauen. Aber das da drüber, also erst nimmt er das Vermieser, wenn er da nichts findet, nimmt er das Dragon Lens, und wenn er da nichts findet, dann nimmt er das Default. Bin ja mal gespannt, wie das aussieht. Hoffe ich zumindest, dass es so ist. Dass es so umgesetzt wird. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er mischt es nicht einfach so. Nein, nicht speichern, zurück zum Spiel. Immer noch Default. Haha. Fail. Da. Den brauche ich. Zack. So, machen wir den nächsten. Hier. Ah ja, okay. So, jetzt bräuchte ich wieder. Ich hoffe, da hinten ist schon ein neuer Setzling runtergekommen. Yep. Noch mehr? Nein. Oh, wenigstens einer. Dann können wir den dort setzen. Und zum nächsten gehen. Hier. Sehr großer Baum. Schnell wieder zurücklaufen. Ich weiß, ich mache das umständlich, aber ich sag ja, in Minecraft sind meine Macken extrem. Und zwar wirklich extrem. Und auch noch einen. Finde ich gut. Ich weiß nicht mehr, ob diese Akazienbäume hier auch Äpfel droppen. Weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Wäre aber cool, wenn ich es wüsste. Könnte ich eigentlich kurz nachsehen. Ich habe neben mir den Laptop offen mit Minecraft-Wiki. Deswegen kann ich auch im Vollbildmodus aufnehmen. Werde ich auch, sobald wir weiterspielen im Let's Build Minecraft, werde ich das auch so machen im Vollbildmodus und neben mir den Laptop auf, anhaben mit Minecraft-Wiki. Ich hoffe, es gefällt euch so besser. Könnt ihr mal reinschreiben, wie gefällt es euch besser? Mit schwarzem Rand, so wie ich es beim Let's Build bisher gehabt habe. Also ein kleiner schwarzer Rand oben und unten. Oder lieber so im Vollbildmodus. Persönlich finde ich ja den Vollbildmodus besser. Also jetzt nicht zum persönlichen Spielen, sondern weil ich halt doch eher gewohnt bin, im Fenstermodus zu spielen. Aber für die Aufnahme und zum Aufnehmen des Videos ist es schon so besser. Im Vollbildmodus. Okay. Naja. Was? Dann als nächste. Wie viel haben wir denn schon? 49. Ja, machen wir einen ganzen Stack voll. Tun wir mal daher.
Dann so, gehen wir als nächstes den dort hinten. Abmucks, oder? Nee, mach mal den da. Oh, haben wir wieder ein paar. Setzlinge. Okay. So, die hier wachsen zusammen. Den haben wir auch gleich ab. Meine ich. Nicht ab. Der haut ab. Nee, der haut So. Dann den da. Und danach ist Schluss. Der Rest reicht noch. Ja, genau 64. So, und dann gehen wir jetzt noch schnell da überall vorbei und nehmen die Setzlinge mit, die in der Zwischenzeit jetzt runtergefallen sind. So. Ja, hier ist noch einer. Hier drin vielleicht noch. Nein. Hier auch nicht. Ja, da ist sogar noch ein Laubblock. Aber hier ist nichts. Okay, dann machen wir mal. Ja, wenn wir alles brauchen. Obwohl, das könnte eigentlich so auch schon reichen. Oder? Schauen wir mal. So, blop, 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 blop. Und zack, weg. Ich glaube, ein 64er Stack werden wir noch brauchen. Aber es macht nichts. Haben wir ja jetzt genügend. Ja. Machen wir schnell hier die weg. So, wir werden vielleicht sogar zwei noch brauchen. Kann sein. Aber die fünf noch schnell weg. Blöde Schaf, geh weg da. So, dann ist ein bisschen mehr in einer Linie. Okay. Zack. So, die Linie. Ah, wir können wieder was essen. Die Linie hier machen wir noch schnell fertig. Ah, okay. So. Toll. Jetzt ist da plötzlich eine Kuh. Ich habe durch die Tür, durch die Kuh gebaut. Durch die Tür. Bäh. Jetzt ist da die Kuh. Hau mal ab, Kuh. Jetzt habe ich keine Stufen mehr. Keine Slabs, wie der Gronkh sagen würde. Ich glaube, da hat sich das so angewöhnt, die englischen Namen teilweise, weil er noch in Alpha gespielt hat und damals gab es ja noch die englischen Namen. Da gab es ja noch keine Eindeutschung von, von der Sprache. War ich tatsächlich noch zwei Stufen. So. Mal halt 48, ist egal. Und für das Obergeschoss ja dann auch wieder was. So. Auf diese Weise spart man sich jetzt nämlich Material. Wir haben jetzt zwar nur den halben Block, aber das untere, den unteren halben Block, also das hier, das sieht man ja nicht. Also von dem her ist es scheißegal und das haben wir nur die Hälfte an Blöcken gebraucht, die wir sonst gebraucht hätten beim Bauen. Dadurch, dass wir einfach hier die Slabs benutzt haben. Und wenn ihr mal schaut, die sehen exakt gleich aus. Merkt keinen Unterschied. Jeder, der da also das hier sieht, der weiß nicht, außer er hat diese Folge gesehen,
der weiß dann nicht, ob das jetzt wirklich Stufen sind oder einfach komplette Blöcke. So, und jetzt gehen wir... Machen wir hier weiter. Ich brauche eine Tür. Und diese Tür kommt hier hin. Zack. Das ist unsere Eingangstür. Wie machen wir das jetzt weiter? Die Sonne geht unter, dann gehen wir schnell schlafen und in der Zwischenzeit überlege ich mir, wie ich es weitermache. Ich würde nämlich gerne... Also ich glaube, ich mache als nächstes die Eckpfeiler aus Holz, Eichenholz. Und dann... Ich muss mir noch die Höhe überlegen. Ich glaube, ich will dreihöhig. Also eine Höhe von 3 pro Raum. Also hier 1, 2, 3. Ungefähr so, wie es hier ist. Hier mal 1, 2, 3, 4. Das ist zu hoch. Oder soll ich 4 machen? Ich könnte auch 4 machen. Ich weiß nicht. Soll ich 4 machen? Das ist Spinne. Die töten wir. Erfahrung. Hier war, glaube ich, irgendwo... Ach, ist egal. Die Akazienbäume sind auch schon gewachsen. Ja, der hier noch nicht ganz. Machen wir eine Höhe von... 3 oder 4. Machen wir erstmal 3 und dann sehen wir weiter. 3 und für die Decke ein 4. 1, 2, 3 und ein 4. für die Decke. 1, 2, 3, 4. 4. Jetzt. Sind doch 4, oder? 2, 4. Ja. So. Was macht eine Spinne auf meiner Baustelle? Und dann wagt sie es auch noch, mich zu schlagen. Also wirklich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dann hier. 1, 2, 3, 4. Auf die Blätter habe ich gar nicht geachtet, seht ihr? Ich bin einfach nur 2 vom Baum weg. Zum Glück, sonst hätte ich die Blätter abschneiden müssen. Zum Glück ist er natürlich so. 2, 3, 4. Sonst hätte ich... So kann man... Also jetzt könnte man eigentlich, weil es dagegen spricht, später in späteren Folgen, wenn man den Baum mal sieht, könnte man sagen, ja, der Wind hat die Blätter abgeschnitten, der ist gar nicht natürlich so. Aber nein, der ist tatsächlich wirklich natürlich so. So, und dann hier noch. 1, 2. 1, 2. Und jetzt habe ich kein Holz mehr. Mist. Tja, dann machen wir erstmal mit dem normalen Holz weiter. Mist. Denn mindestens das hier, das ist normal, kommt, wird normal. Okay, das ist höchstwahrscheinlich eins von diesen 5 neuen Liedern. Denke ich jetzt einfach mal. Blöde Kuh. Geh raus, solange du noch kannst. Kühe! Nee, ist es nicht. Oder? Ich denke nicht. Hab ich? Nein, hab ich nicht. Gehen wir schnell zurück und holen uns ein bisschen Setzlinge. Ein paar. Nee, ich glaube, das hatten wir schon. So. Die Setzlinge, die hier brauche ich, die können dabei rein. Blumen können rein, das Auge kann rein, die Samen brauche ich auch nicht, das hier auch nicht. Obwohl, die Setzlinge hier nehme ich mal mit. Vielleicht brauche ich jetzt hier doch die Blumen vielleicht auch, vielleicht will ich hier was verschönern. Der Rest kann bleiben vorerst. Fangen wir gleich mal hier an. Haben wir hier irgendwie... Ach ne, wir haben die Bäume ja... Wir sind ja hier in einem Akkad, in der Savanne, glaube ich, heißt es.
Hier gibt es ja bloß Akazien. So. So, jetzt mal wieder eine Ofenkartoffel. Boah, jetzt habe ich Hunger auf Kartoffeln, und zwar auf Grillkartoffeln vom Lagerfeuer. Muss ich mal gleich ein bisschen angeben, denn tatsächlich habe, also ich wohne in einem Einfamilienhaus, nee, Mehrfamilienhaus, ja, haben ein eigenes Grundstück, für das wir Grundstücksteuer und so weiter zahlen. Was das aber auch sehr viel kostet, das ist, ich glaube, es kommt sogar teurer, als wenn wir Miete zahlen müssten. Und wir haben einen Garten mit, und in dem Garten haben wir eine kleine Stelle mit Lager, mit einem Lagerfeuer, so richtig mit Steinen drumherum, so uralt. Oh, Mist, ein großer. Das wird Arbeit. Wo habe ich? Hier habe ich. Nee, ist gar nicht groß. Hat er einfach nur eine neue Form bekommen? Der Baum? Ist ja gar keiner mehr sonst. Komisch. Hatte ich sonst immer nur bei großen Bäumen, dass sie sowas hatten. Also so Querstämme. Egal. Wo war ich? Ach genau, Lagerfeuer. Also ist richtig Lagerfeuerplatz mit Steinen drumherum und in der Mitte halt die Grube, wo das Holz gestapelt wird, wo man dann das Lagerfeuer ankommt macht. Und dann kann man mit Stämmen und kann man mit Stecken halt grillen. Wirklich einfach nur die Wurst oder das Fleisch oder was weiß ich. Oder auch Brot auf dem Stecker spießen. Also nicht das Brot an sich, sondern Brotteig auf dem Stecker, um den Stecker rum und dann einfach mal übers Lagerfeuer halten. Und meistens haben wir dann halt noch ein paar Folienkartoffeln, die kommen dann neben die Glut, neben die Kohle und werden dann einfach nur gegrillt. Also vom Feuer. Boah, die schmecken so lecker. So. Darauf hätte ich jetzt Lust. Jetzt keine Setzlinge mehr, müssen wir wieder ein paar sammeln. Hier noch irgendwo. Da ist noch einer. Da vorne. Hier haben wir auch einen. Zwei sogar. Wenn ich das richtig gehört habe. Da auch gerade einer. So. Das ist eine schöne Musik. Das ist die vom. Das ist eine abgewandelte Musik. Von der schönen, die ich immer mochte, oder? Von dem League of Legends Cinematic Trailer. Finde ich schön. Nicht, genau.